Gut. Zu meinem Überblicksvortrag. Und zwar, genau. Eins der großen Themen ist Constructive Alignment. Dazu haben manche ja schon in dem Moodle-Kurs, die Moodle-Kurs sind, nochmal so ein Modul entdeckt, was Professor Nacken mal gegeben hat im letzten Art Quickstarter, der hieß anders. Und ich gehe da jetzt nicht komplett in die Tiefe, weil das ist eine der Grundlagensachen. Wenn Sie eine hochschuldachte Qualifizierung durchlaufen haben, werden Sie das kennen. Und das bedeutet im Prinzip, und das erleben Sie oft, dass Studierende in ein Seminar kommen oder eine Vorlesung und erstmal fragen, was muss ich denn hier tun für meine Credits? Das heißt, die Studierenden passen ihr Verhalten auf die Prüfungsform an. Und Bix hat 99 darüber schon geschrieben und das ist, glaube ich, in allen hochschuldidaktischen Qualifizierungen eins der Grundlagenmodelle, die vorgestellt werden, dass wir das studentische Verhalten auch vor allen Dingen dadurch beeinflussen, welche Prüfungsmethoden wir anbieten und die Learning Outcomes, also die Lernergebnisse, der Lernerfolg, der erreichbar ist, massiv beeinflusst wird, einmal durch die Prüfungsmethoden oder die Prüfungsform und die Lernmethoden. Das heißt einmal, wie gestalten wir die Umgebung, wie unterrichten wir, aber vor allen Dingen, welche Prozesse bieten wir an, welche Prozesse setzen wir bei den Studierenden in Gang, müssen die in der Vorlesung zuhören, was daheim vor nachbereiten, Aufgaben rechnen, Projekte machen, eine Hausarbeit schreiben, sich Videos angucken und Quizzes beantworten. Das ist das, was ich in dem Blog Methoden im ersten Modul und nochmal am Mittwoch in Konzeption und Planung ein bisschen gemacht habe und auch der Malte Perseke vor allen Dingen letzten Donnerstag im Modul, also letzte Woche, Studierende aktivieren. Und die Prüfungsmethoden, das kennen Sie, wo die Studierenden am meisten drauf gucken oder auch manchmal, da klagen wir Lehrern ja oft, dass sie so gucken, wie viel muss ich für den Credit tun. Und bei dem einen Hochschullehrer muss man dafür weniger tun als für den anderen. Das hat Bologna so ein bisschen gebracht, so eine Art Währung für für Aktivitäten. Das ganze Konzept nennt sich Constructive Alignment und ich kann nur anregen, sich da mal zu vertiefen. E-Teaching Org hat einen schönen Text dazu. Ich verlinke den auch nochmal und sich dann quasi da nochmal tiefer mit zu befassen. Und zu den Chatfragen, ich werde die nachher anschauen am Ende, schaff's nicht, die jetzt gleich mitzulesen, aber wir haben ja Wisdom of the Crowd öfter, dass wir gesehen haben, dass ganz viele sich da untereinander schon helfen. Das ist ganz prima. Ja, und auch die Ergebnisse vom Chat passen mir teilweise dann in den Foren zusammen. Ja, vielleicht zum E-Assessment, was generell an Formen gibt. Und es bezieht sich jetzt nicht auf E-Assessment im Speziellen, sondern ganz allgemein. Man unterscheidet zwei große Prüfungsformen. Das eine ist summatives Assessment. Da geht es eigentlich darum zu vergleichen, was war der Zielzustand, der erreicht werden sollte. Also das ist im Prinzip das Kompetenzziel, was in der Modulordnung oder für den einzelnen Kurs, die Veranstaltung, angestrebt wurde und dann wurde das erreicht und das klassische Form ist, eine Klausur zu schreiben und das zu überprüfen am Ende des Semesters oder es wird ein Projekt gemacht oder es wird eine mündliche Prüfung abgegeben. Und das andere ist das formative Assessment, das ist eher semesterbegleitend und dann geht es auch um Lernfortschritte, sodass Studierende quasi auch sehen, welchen einzelnen Schritt sie gemacht haben, wie sie weiterkamen. Nicht alles bedeutet, dass ich als Lehrende das überprüfen muss, sondern es kann einfach auch sein, dass ich den Studierenden Angebote mache, gerade im Bereich formatives Assessment gibt es Möglichkeiten, dass Studierende ihren eigenen Lernfortschritt überprüfen können. Nicht immer muss ein Lehrer dann quasi draufschauen. Es gibt Schönes, das hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, in Hessen habe ich lange in einem Projekt vom Kultusministerium mitgearbeitet. Da ging es um selbstorganisierte Lernformen. Da war es sogar so, dass Studierende Lernende an der Berufsschule, die nennen die auch Studierenden, ein Kompetenzziel, also ein übergeordnetes Kompetenzziel mitgeteilt bekamen und selbst dann quasi definiert haben, wie sie das erreichen wollen und auch Zwischenstände definiert haben, an denen sie selbst überprüfen können, ob sie da hinkommen. Und das, wie man das erhebt, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, da gibt es sehr, sehr viele Formen. Ich möchte aber nicht unterschlagen, dass es noch zwei weitere Formen gibt. Das eine ist diagnostisch. Da geht es zum Beispiel auch darum, Eingangstests zu machen,
welche Vorkenntnisse sind vorhanden, eignet sich jemand auch für ein Studium und so weiter, oder einfach mal erheben zu wollen, nicht als Lernfortschrittskontrolle, sondern einfach, an welchem Stand sind Lernen an dem Punkt, aber auch qualitätssichernd. Das heißt, man kann auch E-Assessments machen, wo man einfach nur wissen will, wie gut ist denn unser Lehrangebot gewesen. Man kann natürlich auch ein Assessment, ein summatives Assessment, auch qualitätssichernd nutzen. Also klassisch ist zum Beispiel, was momentan viel durch E-Prüfungen und E-Assessments gemacht wird, dass wenn wir Fragenpools haben, die wir mit Multiple-Choice-Tests lösen, dass wir in dem Moment auswerten können, wie Studierende denn abschneiden in den Fragen. Und wenn auch Studierende, die in der Gesamtnote gut sind, bei manchen Fragen auch schlecht abschneiden, schlechte Antworten haben, kann das uns was über die Güte der Fragen oder Antwortoptionen sagen. Das heißt, E-Assessments, also diese Online-Klausuren, die automatisiert auswertbar sind, geben uns auch eine Menge Hinweise auf die Güte von Klausuren und Testfragen, ja, die man dann auswerten kann, wenn man die ein paar Mal durchgeführt hat oder eine große Anzahl an Lernern hat. Ja. Ist auch ein Teil von Learning Analytics, der speziell auf E-Tests sich bezieht. Ja, ich hatte es auch schon mal in der allerersten Sitzung erwähnt. Das ist die Kurve. Ich habe sie jetzt mal gemalt. T, Entschuldigung, das sind zwei T's, ist die Zeit über das Semester. Es wäre also eine Kurve über das Semester, und die vertikale Achse ist quasi die Workload der Studierenden. Und das ist, was als Bulimie-Lernen auch bezeichnet wird. Und der Begriff hat sich sogar inzwischen in der Literatur eingeschlichen, darf also inzwischen in wissenschaftlichen Publikationen genutzt werden. Und das ist die klassische Workload-Kurve, die wir produzieren, wenn wir am Ende eine Klausur schreiben lassen, sodass es nach hinten nach oben geht. Und ein Ziel wäre zum Beispiel, die Workload auf dem Semester zu verteilen, indem die ist dann nicht auf einem Level die ganze Zeit, sondern man hat so Peaks, indem zum Beispiel semesterbegleitend immer wieder kleine Angebote sind. Wir hatten das gestern in der Session mit Professor Nacken diskutiert. Da meinte er, ich wäre so ein bisschen preußisch mit Zuckerbrot und Peitsche. Wir haben hier verschiedene Formen. Das eine könnte sein, das hat bei uns in der Uni Frankfurt mal eine Hydrologin durchgeführt, dass sie gesagt hat, die Studierenden müssten von 7 Aufgaben im Semester 5 erfolgreich bewältigen und mitmachen. Und die mussten die immer so samstagsabends um 18 Uhr vor der Sportschau quasi einreichen. Und mussten 5 Übungen mitmachen von 7. Das heißt, sie hatten ja auch eine Wahlmöglichkeit, um am Ende zur Klausur zugelassen zu werden. Also das ist so ein bisschen die rote Kurve. Es gab im Semester Prüfungsleistung und am Ende. Und Ziel war eben, die Workload im Semester zu teilen, verteilen. Eine andere Möglichkeit, was nicht ganz so quasi Zuckerbrot und Peitsche die Peitsche ist, sondern eher Zuckerbrot, weil in der Informatik der Uni Frankfurt hatten die zum Beispiel, dass Studierende, die regelmäßig alle Übungen und Aufgaben in den Tutorien mitgemacht haben und auch eingereicht haben, schon einen Grundansatz von Punkten in der Klausur hatten. Also Beispiel wäre dann, dass man 20 Punkte von 100 schon hat, wer das mitmacht, und die anderen müssen diese Punktzahl über die Klausur erreichen. Das vor allen Dingen für die, die quasi eine große Prüfungsangst haben. Und all diese Prüfungsformen, also nicht die Abschlussklausur, aber die semesterbegleitenden Prüfungen waren alle elektronisch unterstützt. Die Studierenden bekamen die Aufgabenstellung elektronisch bereitgestellt und haben auch wieder eingereicht. Das Schöne bei dem Konzept war auch noch, dass dann die Studierenden auch vorgerechnet haben im Präsenztutorium und die Tutoren vorher die Einreichung hatten, um zu sehen, welche Studierenden haben denn wie abgeschnitten, und konnten dann auch Studierende, die sehr schüchtern waren und dann das Vorrechnen an der Tafel am liebsten so ganz ans Ende des Semesters geschoben hätten, dann recht früh schon mal auffordern, rechne doch mal vor, du hast total gut gerechnet. Jeder Studierende musste zweimal in dem Semester an die Tafel, sodass wir das als Ansatz genommen haben, um auch von diesen frontalunterrichtslastigen Tutorien wegzukommen. Ja, das passt so ein bisschen zu dem, was ich in den Methoden und Medien hatte. Also eine Möglichkeit wäre, verschiedene Einreichungen zu kombinieren. Hier zum Beispiel, dass Studierende zum Beispiel in der Online-Phase hier schon mal einen Beitrag einreichen müssen. Ein Beispiel wäre, sie müssen einen Beitrag im Forum schreiben. Sie müssen dann noch einen Input machen, in der Präsenzsitzung einen kleinen Vortrag dann halten. Das könnte man hier dann über ein Webinar dann auch machen. Und schön ist, was, bevor Studierende in der Präsenz was machen müssen, dass sie eben auch eine Einreichung online machen, damit ich sicher sein kann, dass sie auch vorbereitet sind, sodass ich nicht in der Präsenzsitzung eine Überraschung erlebe, ob sie das gemacht haben.
Und dann am Ende in der Präsenzsitzung eine Präsentation und dann die Hausarbeit. Was ich öfter mache, ist das Studieren, wenn sie was präsentieren und hinterher eine Ausarbeitung machen. Das kann Projektbericht sein oder das kann auch am Ende eine Hausarbeit sein. Dass in der Präsentation, die sie machen, sie noch offene Fragen stellen können, die später entweder von Peers oder von mir nochmal beantwortet werden, sodass hier auch Diskurs möglich ist und diese Feedbacks dann in die Ausarbeitung mit einfließen können. Also ich mache auch hier noch Work in Progress. Und wir haben auch schon Seminare umgesetzt, wo die Studierenden ein bisschen wählen konnten. Also wir hatten so ein Angebot, die mussten irgendwie 20 Punkte sammeln und sie konnten sagen, ein Beitrag bringt 10 Punkte und ein Eintrag ins Lerntagebuch irgendwie 20 oder das Führen eines Portfolio-Tagebuchs bringt so und so viele Punkte. Und sie mussten mindestens bestimmte Leistungen bringen, aber hatten die Wahl, von was sie mehr machen und von was weniger. Und sobald Studierende Wahl erleben, erhöht das auch meistens die Motivation. Also immer wenn wir wählen können und nicht das Gefühl haben, uns ist alles vorgegeben, sind wir bereiter und motivierter in den meisten Fällen. Und dann ist das quasi eine Möglichkeit, hier noch so ein bisschen zu differenzieren. Aber natürlich, ich weiß, also ich gebe wirklich viele Workshops für Lehrende und die Argumentation, die jetzt immer kommt, meine Studienprüfungsordnung erlaubt es nicht. Der Tipp ist, wenn Sie reakkreditieren lassen, sich an der Stelle so viel Freiheitsgrad reinzutexten, dass Sie Sätze haben wie Klausur oder Hausarbeit und vergleichbare Prüfungsformen, also dass Sie sich ein bisschen Spielraum dann hier geben lassen. Wichtiger Hinweis ist natürlich auch, das haben wir in der Konzeptionsphase gemacht, kann ich das überhaupt betreuen? Also möchte ich hier Feedback geben oder nicht? Oder sammle ich das nur ein? Oder möchte ich, dass die quasi auch noch aus dem Feedback lernen? Mache ich Peer Assessment, also Peer Review Verfahren, dass Studierende sich gegenseitig Feedback geben oder gebe ich Feedback? Das sind alles Fragen, die hier reinspielen. Und es gibt noch Untersuchungen, eine Kombination von Einzel- und Gruppenleistungen zu machen. Also wenn ich quasi, es gibt Untersuchungen, wenn alles in der Gruppe gemacht wird und mir selbst das passiert. Ich habe in den USA studiert, wir haben alles im Team gemacht. Da gibt es auch einige Untersuchungen, dass es passieren kann, dass wenn die Einzelleistung nicht sichtbar wird, dass man dann Motivationsverlust oder eine Anstrengungsreduktion vornimmt. Das heißt, ich denke dann auch, man sieht sowieso nicht, ob ich was mache oder nicht, also mache ich weniger. Es gibt auch einen anderen Effekt, dass es Personen gibt, die Gruppe nachher retten wollen. Aber das führt dann oft auch zu Frust. Das kennt man, wenn man Gruppenarbeiten vergibt, dass die unzufrieden sind, oder wenn die Gruppen zu groß sind. Da kann ich jetzt auch nicht tiefer eingehen. Da habe ich ja gesagt, ich würde gerne mal ein Modul machen zu kooperativen Lernen im Netz. Mein Tipp wäre hier, Einzel- und Gruppenleistung zu kombinieren oder in Gruppenleistungen die Einzelleistung sichtbar zu machen. Das kann passieren, wenn die gemeinsam was schreiben, also kollaborativ arbeiten, dass es in einem Abspann zum Beispiel dann so drinsteht, wer hat was gemacht, dass das so ein Gerechtigkeitsgefühl auch erzeugt. Ja. Aber Tipp wäre, eine Einzelleistung und eine Gruppenleistung und nicht nur eine Gruppenleistung einreichen zu lassen. Gruppenleistung kann sein, dass man es machen möchte, weil man sekundäres Lernziel verfolgt, dass die auch Teamkompetenz, Kooperationskompetenz werden. Ja, wir schauen jetzt nochmal beim Constructive Alignment direkt auf die Lernziele, also die Learning Outcomes ganz oben. Und hier auch nur kurz nochmal die Erinnerung an die Plumsche Lernzieltaxonomie. Da gehe ich jetzt auch nicht ganz tief drauf ein. Wichtig ist, dass Sie überlegen, auf welcher Ebene soll denn der Studierende, die Studierende mit den Kompetenzen hier landen und entsprechend zu diesen Lernzielen sich Prüfungsformen zu überlegen. Ich hatte es vor kurzem auch schon mal erwähnt, Carsten Wolf aus Bremen hat da auch schöne Beispiele gemacht, wie man stärker handlungsorientiert prüfen kann. Da gibt es auch Publikationen. Die große Herausforderung, die wir im E-Assessment haben, ist, dass ich zum Multiple-Choice-Test meistens nur in den unteren Ebenen ansetzen kann und in den höheren Ebenen eher wie jetzt Synthese oder Beurteilung, Evaluation, Studierende das nicht mehr rein über den Multiple-Choice-Test machen können. Ich weiß, wir hatten das auch schon diskutiert, Multiple-Choice-Tests werden viel verteufelt, ich sehe die auch kritisch, wobei wir eventuell bei Evaluation, Beurteilung die durchaus wieder einsetzen können. Bei Synthese müssen Studierende eher was neu kreieren oder bei Analyse dann auch irgendwas texten. Es wird momentan versucht, in den ganzen Bestrebungen rund um E-Assessment
auch über automatisierbar auswertbare Prüfungsformen maximal weit hoch in den Kompetenzstufen zu gehen. Da bemühen sich viele, gibt es auch Publikationen dazu, wo wir versuchen, da, wo das menschliche Bewerten oder das menschliche Feedback quasi nötig ist, das an den Stellen zu machen, wo es wirklich nötig ist, und immer mehr über sogenanntes Machine Grading oder Automated Feedback, also automatisierbare, auswertbare Aufgaben und Feedbackmöglichkeiten abzudecken. Nur hier zur Ergänzung nochmal die andere Lernzieltaxonomie nach Anderson und Cardwell, die in den oberen beiden Ebenen variiert. Aber das ist Teil Ihrer Modulbeschreibung oder wenn Sie im Studiengang Entwicklung beteiligt sind, sich das zu überlegen. Wichtig ist, wenn Sie Prüfungsformen entwickeln, sei es Abschlussprüfungen oder sei es semesterbegleitende Assessments, dass Sie sich immer wieder auf die Lernziele beziehen und sich dann im Prinzip Prüfungsformate oder Handlungen überlegen, die dazu passen. Ein anderes Modell ist von Miller, das kennen Sie vielleicht mit diesem How-to und Know-how, Know-what. Das ist ein bisschen eine einfache Pyramide, dass man unten einfach was weiß, also ich habe Faktenwissen, quasi eine Problemlösung damit machen, ich habe Fertigkeiten und ich habe Können. Das sind so verschiedene Stufen, wie ihr es aufbaut. Die höchste Stufe ist eigentlich, wenn man jemand anders was beibringen kann, was lehren kann. Und da gibt es Lernen durch Lehren. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Lernensbereich auch schon Studierende Lernmodule für andere Lernende machen lassen. Das ist eine Einreichung, wo man sehr tiefen Wissen erwirbt, um anderen was zu erklären. Es gibt das Projekt WebGeo im geowissenschaftlichen Bereich. Das ist ein Portal. Und an der Uni Frankfurt studieren im Bereich Geowissenschaften auch Content quasi für dieses Portal erstellt. Und in dem Moment, wo Studierende Content, Lerncontent für andere erstellen, gehen sie natürlich sehr, sehr in die Tiefe. Auch das kann eine Einreichung, eine Prüfungsform sein, Content zu kreieren. Mir selbst liegt sowieso mehr eine Aufgaben- oder produktorientierte Didaktik. Produktorientierte Didaktik heißt, ich definiere quasi eine Aufgabe, Studierende lösen ein Produkt, das sie kreieren, und anhand dessen kann man erkennen, dass sie ein Kompetenzziel erreicht haben, dadurch, dass sie eben dieses Produkt umsetzen. Das Produkt kann zum Beispiel ein Forschungsprojekt sein. Ja, aber je nachdem, welchen Fach sie sind und wie ihre Studienprüfungsordnung ist, sind diese Formen möglich oder nicht. Ich verlinke auch noch einen Text, der ist schon, glaube ich, verlinkt. Es gibt ein schönes Portal zum Thema E-Assessment und dann so Aspekte, die Sie beachten müssen. Also was ist der Zweck des Assessments? Welche Art habe ich? Das sind so, ist es formativ, summativ? Welches Ziel ist damit verfolgt? Welche Form? Da gehe ich bei Art und Form gleich nochmal drauf ein. Wer ist Prüfende? Also sind Sie das? Ist das die Institution? Wer nimmt es ab? Wer sieht es dann? Wo sitzen die Studierenden? Also ich glaube, hier ändert sich am meisten, wo die vorher in die Hochschulen kamen, sind die vielleicht jetzt zu Hause. Deshalb ist dieses Thema Proctoring, was Herr Baume gleich nochmal angeht, ein großes Thema. Wann wird geprüft? Also nicht nur die Uhrzeit, sondern auch wird es im Semester, nach dem Semester, am Semesterende, also zu welchem Zeitpunkt des Lernprozesses mache ich hier eine Leistungsüberprüfung oder Leistungserbringung oder ein Assessment des Lernfortschritts? Wird das bewertet oder nicht und gibt es Feedback oder nicht? Das sind Fragen, die sich beantworten müssen. Ich appelliere auch dazu, nicht nur daran zu denken, dass wir als Lehrende prüfen wollen, sondern auch Ansätze zu schaffen, wo Studierende einfach mal ihren eigenen Lernfortschritt überprüfen können. Das kann man entweder mit Multiple-Choice-Tests machen oder mit so automatisierten Feedback. Studierende mögen Assessments oder Rückmeldungen auf ihren Lernfortschritt, ohne dass der Lehrende draufschauen muss unbedingt. Also, dass man so selbst mal spielerisch damit umgehen kann. Es besteht auch die Möglichkeit, es bieten manche Lernplattformen an oder auch manche so digitalen Lernangebote, dass Studierende auch mal ohne irgendwas gelesen zu haben oder ein Lernprogramm durchgearbeitet zu haben oder ein Video geschaut haben, einfach mal einen Test machen und gucken, was kann ich denn, bevor ich das gelernt habe. Also das mag nicht jeder, aber es gibt Studierende, die es auch mal mögen. Und über dieses Entdecken der Wissenslücke kann sein, dass man quasi eine Motivation hat, sich was anzueignen. Eine andere Möglichkeit kann auch sein, dass, das hatten wir mal in der Informatik an der Uni Frankfurt gemacht, wir hatten Angebote für Studierende, die sehr heterogen ins Studium kamen und hatten manche Lernangebote, die eher dafür da waren, um Wissenslücken auszugleichen. Und Studierende konnten über kleine Selbsttests gucken, brauche ich das eigentlich oder kann ich das schon?
bevor sie ein Lernangebot in Anspruch genommen haben. Also da war der Zweck, ein Selbstassessment zu machen, brauche ich das oder kann ich es schon? Ja. Prüfender könnte auch der Studierende selbst sein. Also nicht immer müssen wir erheben. Es kann auch sein, Studierende überprüfen für sich, kann ich es oder kann ich es nicht. Es kann aber auch, das ist das Beispiel von der Berufsschule in Kassel, es ist Oskar-Miller-Schule, die hatten es so, dass die Studierenden selbst quasi eine Handlung definiert haben, woran sie erkennen, dass das Kompetenzziel erreicht ist. Und anhand dieser Handlung konnten sie dann erkennen, habe ich das erreicht oder nicht, habe ich das geschafft oder nicht. Das war im Bereich EDV, also Informatik. Da konnten sie dann sehen, schaffe ich das zu programmieren, schaffe ich das Konzept zu machen, schaffe ich die Datenbank einzurichten und so weiter. Ja. Kommt immer aufs Fach drauf an, wie das möglich ist oder nicht. Jetzt noch mal kurz in den Arten. Also ich erwähne es dort mit dem Multiple Choice Test. Da noch der Hinweis, in der amerikanischen Literatur wird der Begriff Multiple Choice und Single Choice ein bisschen anders benutzt. Wir Deutschen unterscheiden oft Multiple und Single Choice. Die Amerikaner sehen das alles als Multiple Choice und Single Choice eine bestimmte Form davon. Dann gibt es Track and Drop, das sind diese einfachen Formen, so mit was zuordnen. Es gibt Lückentext. Bei Lückentext gibt es momentan Bewegungen, dass man hinten dran auch nicht das Wort genau getroffen haben muss, sondern auch Fehler toleriert oder dass das Wort zum Beispiel zu 80% richtig geschrieben werden muss. Da muss man nicht alle möglichen Schreibweisen hinterlegen, sondern da so eine Toleranz hinten dran hat, sodass Studierende quasi ungefähr das Wort haben, aber der eine schreibt, macht einen Zahlendreher oder einen Buchstabendreher rein oder schreibt es getrennt oder zusammen. Da gibt es so eine Art Toleranzen, die man hinterlegen kann oder Sachen in Reihenfolge bringen. Das ist natürlich für diese Ebenen von Faktenwissen. Ich hatte es dann auch zu lesen und Text zu lesen, sich Wissen anzueignen, Video zu gucken oder wirklich sich was zu erarbeiten und Geld sind eher so der Lernanlass, um sich was anzueignen, nicht unbedingt die perfekte didaktische Prüfungsform, aber betreubar. Also das Ziel wäre hier, Ressourcen zu sparen, wo wir mit menschlichem Feedback oder menschlichen Assessment quasi, dass Sie als Prüfer drauf schauen, das nicht stemmen können und trotzdem Lernanlass bieten wollen, dass Studierende getaktet mitlernen. Und zweite Form sind eben die manuell bewertbaren Aufgaben. Das kann Freitext sein, das können aber auch Programmierung sein, Zeichnungen, Rechenaufgaben. Auch die kann man elektronisch einreichen. Das heißt, hier bieten diese E-Assessment-Tools Ihnen die Möglichkeit, das Ganze zu organisieren, dass Studierende das quasi online hochladen die Möglichkeiten, die hier auch sind, sind auch Fotos einzuschicken, wenn die was per Hand zeichnen. Es gibt Formel-Editoren. Im Bereich Programmierung gibt es mehr und mehr Möglichkeiten, das auch automatisiert für einfache Programmieraufgaben, Codierung auch automatisiert auszuwerten. Auch da gibt es, wer da was machen will, lohnt sich mal bei der Gesellschaft für Informatik in der Fachgruppe E-Learning Delphi sich umzuschauen oder das nochmal ins Forum zu schreiben. Da kann ich dann nochmal Beispiele nennen. Ja. Es gibt auch hybride Aufgaben, die kombinieren die ersten und die zweite Form. Das heißt, ein Teil ist dann automatisiert bewertet. Die ganze Aufgabe liegt dann noch in diesem E-Assessment-Tool und wartet darauf, dass für diesen Freitextteil der menschliche Tutor oder Prüfer nochmal drauf schaut und bewertet und dann erst geht dem Studierenden das Ergebnis zu. Ja. Im Freitextbereich gibt es auch Beschreibungen, immer mehr das zu erkennen. Das heißt, es gibt Systeme, die prüfen dann, ob gewisse Worte vorkommen, sodass kurze Freitextaufgaben auch Ansätze gibt, die automatisiert zu prüfen. Und im Sprachlernbereich gibt es noch so Ansätze, wo Studierende sich selbst überprüfen können. Das heißt, die sprechen dann zum Beispiel was rein und hören die Muttersprache und sprechen wieder und können einfach üben. Wir reden hier nicht nur über Prüfungen, sondern auch Assessments. Und das wäre, Sie vergleichen dann Ihre Aussprache mit der Muttersprache, bis das irgendwie stimmig ist. Solche Ansätze gibt es auch mit auditiven Aspekten. Im Kompetenzorientierung, großes Thema, ist eben eine beobachtbare Handlung. Das heißt, Studierende können dann Selbstreflexion machen oder ein Prüfer schaut, ob die Handlung gelingt. Das ist gerade das, was ich über von Carsten Wolf hat darüber ein bisschen was gemacht, wo Berufsschulen viel ausprobieren. Ziel ist auch, Studierende können selbst überprüfen, wie gelingt mir die Handlung und was ich dann machen kann. Ich kann noch einen Kriterienkatalog hinterlegen, woran sie selbst quasi so bewerten können, wie gut ist mir das gelungen und auch ein Selbstassessment machen können oder es wird durch den Prüfer bewertet.
Und ich bin großer Fan von Selbsttests, dass Studierende genug Angebote bekommen, einfach mal selbst zu reflektieren, wie gut ist mir das gelungen, sei es auch in Gruppen. Es gibt in den Webquests, wer das noch kennt, da gibt es oft so eine Auswertungsseite, wo die Gruppe auch nochmal evaluieren kann, wie gut haben wir dann als Gruppe gearbeitet oder wie gut haben wir als Team funktioniert und so weiter. Also da kann man auch Kriterien hinterlegen, mit denen Gruppen auch mal ihre Teamarbeit evaluieren können. Aber man könnte auch Studierendenkriterien hinterlegen, mit denen die auch eine Projektarbeit evaluieren. Und Peer Assessment, dazu habe ich auch eine Menge Material in Moodle bereitgestellt. Das wäre auch fast nochmal ein eigenes Thema. Hier ist ein Riesenthema, ob ich es anonym mache. Also weiß ich, wen ich bewerte oder nicht. Kriegen die nur die Aufgabe? Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie Tagungspublikationen bewerten als Gutachter. Bewerte ich zwei andere Aufgaben? Ich weiß nicht, von wem es ist oder weiß ich den Namen. Und ich werde sogar bekomme Feedback von dem ich quasi auch Feedback gebe. Also da gibt es eine Menge Studien. Oft ist, wenn es rein anonym ist, das Feedback, das Peers sich geben, härter als das, was Lehrende geben. Also mit anonymem Peer-Assessment ist vorsichtig umzugehen. Wichtig sind da A, Kriterien und B, sprachliche Empfehlungen, dass es auch nett bleibt und konstruktiv und kein Zerriss wird. Also unbedingt da so ein bisschen Review-Regeln mit reingeben. Ja, jetzt habe ich noch ein Goodie mit. Ich habe noch versprochen zwei Sachen und dann komme ich auch zum Ende. Ich habe die Zeit im Blick. An der Wilhelm-Büchner-Hochschule hatten wir das Problem, dass wir keine Präsenzveranstaltung machen konnten und trotzdem Prüfung machen wollten. Und wir haben einen Hochschullehrer, den würde ich gerne hier mal loben, Professor Schön, hat es wirklich vorangetrieben und daran geglaubt, dass wir das mit virtuellen Labor machen. Ich möchte hier keine Werbung für die Firma machen, sondern ich fand es eine spannende Session. Die haben Schaltung gemacht und wir hatten quasi ein zweitägiges Präsenzseminar komplett online umgebaut in einem 3D-Raum. Und was dort gemacht wurde, dass am zweiten Tag Studierende eine Aufgabe bekamen und die dann quasi in Einzelarbeit gelöst haben. Und danach wurde das Plenar besprochen und der Lehrer konnte auch rumgehen und konnte den Studierenden, wenn die Hilfe wollten, auf den Bildschirm schauen. Und es wurden dann wieder plenar die Lösungen der Studierenden besprochen und waren für den Lehrer einsichtbar. Also das war auch eine ganz spannende Session. Wir sind momentan mit einer Masterarbeit, die geschrieben wird, dabei, mal zu vergleichen, wann lohnt sich ein virtuelles Labor, wann macht man das eher in einem virtuellen Klassenraum wie hier in Adobe Connect. Also ich selbst habe dazu meine Untersuchung gemacht in Studium Digitale Zeiten. Wir hatten Prüfungen in Second Life und da war ein Ergebnis, dass die Bedienung des Avatars nicht im Verhältnis steht zu dem Output. Hier haben wir in den ersten Evaluationen ganz gute Ergebnisse. Die Studierenden konnten das gut bewerten und fanden das sehr interessant. Wir untersuchen momentan Aspekte, wie ist es, wenn der Lehrer da einfach auf den Bildschirm schauen kann und so weiter. Einen ähnlichen Trick haben wir benutzt. Wir hatten folgende Situation und dann komme ich auch zum Ende. Wir haben eine Art Proctoring selbst gemacht. Für die, die nicht wissen, was Proctoring ist. Proctoring wäre quasi, dass ich jetzt hier eine Klausur schreibe und irgendwie ist hier eine Kamera im Raum, manchmal zwei. Herr Baum sagt dazu noch was. Und die guckt, ob ich auch nicht spicke. Und wir hatten also wir haben Proctoring-Tool, aber wir hatten es noch nicht in dem Fall installiert. Was wir gemacht haben, wir haben die Aufgaben über ein Webinar bereitgestellt. Ich könnte hier in Adobe Connect die Aufgabenstellung bereitstellen. Also wir wollten nicht, dass die vorbereit steht, sondern haben die hier in Adobe zum Download bereitgestellt. Dann haben die Lernenden sich quasi in der Session die Aufgabe runtergeladen, ausgefüllt und die bearbeitet, während die Lehrerin oder die Dozentin mit dabei war. Das ist jetzt kein scharfes Proctoring, aber so ein lockeres und haben das nachher wieder eingereicht und hochgeladen. Das war quasi so eine selbstgebaute Proctoring-Haltung. Generell in der Hochschuldidaktik, Anne, ich komme zum Ende, ist die Empfehlung, sich über das Spicken gar nicht so viel Sorgen zu machen. Wenn Sie eine entsprechende Prüfungsleistung haben, die einen Transfer braucht, würde ich mir über Spicken nicht so viel Sorgen machen. Und in die Richtung geht ja auch gleich der Beitrag von Jens Bücking. Ein Tipp noch für die E-Assessments, die so automatisiert gefeedbackt werden, also die Multiple-Choice-Aufgaben und so. Da diese Tools stellen auch die Möglichkeit bereit, dass wenn Studierende
die Aufgaben erhalten, die in verschiedenen Reihenfolgen sind und aus dem Aufgabenpool, die man auch nach Schwierigkeitsgraden ordnen kann, zum Beispiel leichte, schwere, mittelschwere Aufgaben, jeder Studierende einen anderen Aufgabenset bekommt, sodass die nicht abschreiben können. Also natürlich können die Screenshots machen, am Ende sich das irgendwie teilen, aber es dauert, bis sie den Prüfungspool geteilt haben. Was sind so Ansätze, was diese Tools machen? Vielleicht können wir darauf in der Diskussion nochmal eingehen. Ja, ich bin fertig und gebe weiter und vielleicht haben wir noch ein paar Fragen. Ansonsten können wir es auch am Ende noch diskutieren. Vielen, vielen Dank.